Jetzt sollen ein Monatsabschluss bzw. Periodenabschluss durchgeführt werden. Dazu gehen wir auf Extras. Hier gibt es den Punkt Periodenabschluss. Klicken Sie darauf. Und jetzt sehen Sie unter Periodenabschluss, dass alle Monate oder alle Perioden noch offen sind. Wir wollen jetzt Januar abschließen. Wir setzen den Haken hier im Januar und sagen Periodenabschluss. Wir werden gefragt, ob wir wirklich die Periode 1, also die Januarperiode, abschließen wollen. Wir sagen ja. Jetzt gehen wir wieder auf Extras und schauen uns an. Periodenabschluss. Der Januar ist abgeschlossen, er ist gesperrt. Also ich könnte jetzt im Januar keine Buchungen mehr durchführen. Wir ziehen uns jetzt mal einen Bericht, und zwar das Journal, und das tun wir mit alle Buchungen in der Periode 1 und lassen uns dieses ausgeben. Ich mache es als Export, weil kein Drucker bei meinem Laptop angeschlossen ist, also Ausgabe. Sage Periode 1. Und sage Speichern. Und er stellt mir ein Journal für die erste Periode. Da sind alle Buchungen im Januar enthalten. Ich kann diesen Periodenabschluss auch ganz einfach wieder öffnen, indem ich gehe auf Extra, Periodenabschluss. Nehme den Haken raus, gehe wieder auf Ex-Periodenabschluss und jetzt werde ich wieder gefragt, ob die Periode 1 geöffnet werden soll. Ich sage ja und ich habe jetzt wieder die Möglichkeit, im Januar zu buchen. Also Periodenabschlüsse lassen sich jederzeit wieder rückgängig machen. Das war's zum Thema Periodenabschluss.